Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider, wo wir uns doch nicht in der Stadt wiedersehen, sondern hier. Weil wir haben das hier entdeckt. Und deswegen gucken wir jetzt erstmal hier rein. Käfer. Oh, Karte. Ah, El Artefacto. Guck mal, hier hinten ist noch ein Dokument in dem Herausforderungsgrab und so. Hier sind überall noch Dokumente. Sehr gut, das haben wir noch benötigt. Ich fast nicht gesehen. Wäre ein bisschen schade drum gewesen. So, und jetzt moven wir zurück zur Stadt. Vielleicht finden wir ja nochmal einen Händler, weil noch so ein paar Upgrades wären schön. Nee, Ton läuft ja. Ich muss mal eben kurz zwischendurch mal ein bisschen gucken hier und da, ne? Dass auch alles so läuft, wie es laufen soll. Ihr kennt das ja. Tut aber nichts zur Sache, weil für euch nicht wichtig. Für euch nur wichtig, dass es läuft. So, dann pimmeln wir mal schnell zurück, rein theoretisch. Wobei, ja, eine Schnellreise dauert wahrscheinlich genauso lange. Das ist irgendwie unnötig. Ich hoffe ja, in der Stadt sind dann die letzten Fahnen noch. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Herausforderungen es hier gibt, aber wir können ja mal eben eine. Das ist auch die einzige Herausforderung. Ich versuche mir übrigens das Wort einzigste abzugewöhnen, indem ich darüber nachdenke, wenn ich dieses Wort benutze. Weil einzigste gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Also gibt es definitiv nicht. Meine Frau kann das auch überhaupt nicht ab, wenn ich sage einzigste. Das mache ich. Das, mittlerweile sage ich es auch eigentlich nur noch, wenn ich nicht drüber nachdenke oder es einfach so rausbrabbel. Und, ja, um meine Frau zu ärgern. Weil sie hasst es. Die kriegt da Krätze von. Und ich finde das voll lustig. Ja, ich bin ein Arsch. Kann ich aber mit leben. Sie offensichtlich auch. So, Freunde. Flaggen hissen. Die da weht schon. Oh, hier. Kiste. Danke. Interessant ist auch, dass wir für einige Kisten kriegen wir EP, für andere nicht. Sehr merkwürdig. Oh, der sieht wichtig aus. Wie ist er denn? Nee, sieht doch nicht wichtig aus. Aber. Kann ich das? Ja, fein bist du. Fein bist du. Oder ist das ein Alpaka? Ich glaube, Lamas sehen anders aus, ne? Fast sicher. Der leuchtet nicht, ne? Nee. Der ist dann auch nicht wichtig. Hier ist unser Putzlappen, nehmen wir noch mit. Kommen wir wo hoch? Nee. Kriegen wir eine Errungenschaft, wenn wir ganz viele Alpakas streichen? Fragt ein Freund. Okay. Können wir mit den Hühnchen auch irgendwas machen? Können wir die füttern? Put. Nö, die leuchten einfach nur. So, hier ist noch jemand, den können wir voll labern. Harte Arbeit ist gut für die Seele. Die Sekte hält diese Mission seit mehr als 400 Jahren durch harte Arbeit am Leben. Damals kamen Angel de la Cruz und Troilus Serrano hier an und machten sich sofort an die Arbeit. Ihre Philosophie, dass nur die Arbeit uns wirklich näher zu Gott führt, leitet uns immer noch. Bis heute. Die Sekte, ja, das klingt schon wieder sehr vertrauenswürdig. Hier so, so irgendwo. Da lag auch noch was, ne? Stimmt, den habe ich völlig vergessen. Nicht gut. Dieses spanische Dokument ist faszinierend. Es schildert verschiedene Naturkatastrophen, von denen diese Gegend heimgesucht wurde. Eine Flut, ein durch Blitze verursachtes Feuer und ein vulkanisches Beben. Jedes Mal wurden die Gebäude an diesem Ort so schwer beschädigt, dass ihr Wiederaufbau erhebliche Mühen erforderte. Interessant. Ist das so? Da ist noch Holz, hier ist auch noch was. Nehmen wir alles mit. Brauchen wir ja noch. Wir müssen, glaube ich, noch ein paar Sachen aufleveln. Waffentechnisch. Ja, ein paar Sachen haben wir über, ne? Die wir noch nicht gelevelt haben. Hier ist ein Händler. Hallo, Händlerkalle. Suchst du in der Mission Erlösung oder ihre Geheimnisse? Ich bin nicht sicher. Etwas von beidem vielleicht. Zu warten, bis das Leben sich entfaltet, ist ein Luxus der Jugend. Ich war auch mal so. Ließ mich treiben.
Und so kamst du hierher? Irgendwie schon. Irgendwie. Darf ich dir einen kleinen Rat geben? Nein. Entscheide selbst. Sonst macht's ein anderer. Genug geplaudert. Möchtest du handeln? Alter, ich wollte nicht deine scheiß Lebensgeschichte hören, sondern Dinge kaufen. Alter, was zur Hölle? Lockpfeile. Gewehrschalldämpfer. Kostet 3-4, wie viel haben wir denn? 11. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Schrotflinten-Zylinder-Choke. Verengt die Schussstreuweite ähnlich wie bei Schrotflintenkugeln. Anwendbar für alle Schrotflinten. Sehr gut. Sehr gut. Jo. WHWS. Größere Löcher in kürzerer Zeit. Diese schlagkräftige Militärschrotflinte verursacht mit hoher Geschwindigkeit Schaden. Gut ausbalancierte Militärschrotflinte für jede Menge Durchschlagskraft. Die ist in Balance. Können wir uns nur eine von leisten. Ich hätte aber gerne beide. Die sieht aus wie eine SP-12, ehrlich gesagt. Und die sieht nicht aus wie eine Schrotflinte. Sondern eher wie ein Maschinengewehr. Aus dem Handel wird nichts. Tut mir leid. Oh. Das ist ja schade. Alter, wir können 105 davon mit uns rumschleppen. Ja, ich würde gerne alles verkaufen, danke. Ein gutes Geschäft für uns beide. Also du wirst bestimmt zufrieden sein. Ja, hält sich in Grenzen, sag ich mal, ne? Jetzt haben wir wieder 10.000. Wir können nur eine davon kaufen. Und Taschen. Pistolenmunitionsbeutel, Gewehrmunitionsbeutel, Patronenhalter aus Fell. Für Schrotpatronen. Den muss ich auf alle Fälle haben. Ein gutes Geschäft für uns beide. Feuerrate oder Ballons? Ich hätte gern beides. Dann nehme ich jetzt mal den. Kann ich doch noch was verkaufen? Hier, diese Kackpilze, die braucht doch keine Sau. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Medizin behalte ich. Die Wahrnehmungspflanzen brauche ich auch nicht. Ein gutes Geschäft für uns beide. Konzentrationspflanzen auch nicht. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Ja, ja, Schnauze, ganz wichtig. Fresshallen haben wir gesagt. Toxin und Pfeilgift. Furchtpfeile. Wird zur Herstellung von tödlichem Nervengas für Pfeile und Granaten verwendet. Okay. 28 von 30. Wichtige Boomerhaut, das ist alles wichtig. Adlerfedern haben wir voll. Können wir die Hälfte davon verkaufen? Ungefähr die Hälfte. Sehr gut. Kondorfedern würde ich auch sagen. Ungefähr die Hälfte, also 21 in dem Fall, also genau die Hälfte. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Jaguar haben wir nur 6 von 45, das ist nicht so viel. Schwarzpulver brauchen wir auch. Mähnenwolfshaut können wir auch wegschnabulieren. Ein gutes Geschäft für uns beide. Die brauche ich auch, die sind wichtig. Kaiserin-Jaguarhaut. Albino-Wasserschweinhaut. Haben wir nicht so viel von. So, jetzt haben wir nochmal 10. Was haben wir denn noch so? Großer Patronenhalter. Nehme ich auch. Du wirst bestimmt zufrieden sein. So, jetzt ist die Frage, nehmen wir die Schrot oder die Taschen? Pistole, Gewehrmunition nehmen wir mit. Sehr gut. Nehmen wir die Taschen. Ach, reicht mir genau nicht. 200 brauchen wir noch. Können wir ein paar Lappen verkaufen. Ein gutes Geschäft für uns beide. Ja. Dann den. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Jetzt bin ich arm. Ich bin hier, falls du noch etwas brauchst. Ja, ich auch. Und jetzt müssen wir einmal kurz nach draußen. Weil hier ist nämlich ein Feuerchen. Ich schaffe wieder nichts in der Folge hier. Ich wollte eigentlich Dinge tun. Hat sich aber erledigt. So wie es aussieht. So, und dann müssen wir ganz schnell hier durch. 6 Himmelsbogen, ein Upgrade. Wäre auch das letzte, dann wäre er auch fertig. Zack. Danke, tschüss. So, Pistole. Da ist nirgendwo ein Schalldämpfer drauf. So, und jetzt haben wir einen Gewehrschalldämpfer gehabt. Laservisier. Ach, das war das große Ding, ne? Ja, alles gut. So. Die Sedgwick ist eine doppelläufige Schrot, ne? Und hier haben wir gut ausbalanciert. Hier können wir ein paar Upgrades reinpumpen.
Wir gehen erstmal auf Schaden. Bisschen auf Präzision. Beziehungsweise auf Muni. Ein bisschen Präzisiones. Und Feuerrate geht auch immer gut. Was ist hiermit? Upgrade schafft. Achso. Da schafft man aber einiges. Nachladetempo. Gucken, wie weit wir kommen. Komplett. Sehr gut. So, dann zieht schon mal drauf. Macht aber trotzdem weniger Schaden als die Bischof 600. Wobei die hier ein bisschen präziser ist, ne? Gut, ganz ehrlich. Also Schrotflinte auf Schaden, die ist sowieso nur auf kurze Distanz sinnvoll. Das andere wäre Quatsch. So, hat auch. Ausgerüstet und dann können wir weiter suchen. Mir fehlen noch ein paar Fahnenmäste. Ging's. Ne, da hinten ging's nicht weiter. Da waren wir schon. Alles gut, mit der Ollen haben wir schon gequatscht. Hier mit dem kleinen Bub können wir noch reden. Sei vorsichtig auf dem Friedhof, Miss. Da lebt eine Hexe, die Menschen in Frösche verwandelt. Ich werde auf mich aufpassen. Eine Frau verärgerte die Hexe und dann ließ die Hexe sie verschwinden. Aha. Ich treffe wieder auf Baba Yaga oder was? Die war im vorigen Teil schon so scheiße. Bergungsgut. Hier ist auch noch ein Zettelchen. Dieses Dokument umreißt die Ziele und Werke der Mission des heiligen Johannes. Neben ihren persönlichen spirituellen Zielen und missionarischen Aufgaben ist es diesen Leuten eindeutig ein Anliegen, auch etwas zu den umliegenden Gemeinschaften beizutragen. Durch Bildung, Alphabetisierung, Gesundheitsversorgung und sogar Lebensmittelspenden. Das läuft hier. So, ob es halt auch noch was zu vermelden? Ich kann's nicht erklären, aber hast du bemerkt, dass die Welt hier dünner wirkt als anderswo? Als wäre da nur ein Vorhang. Und wenn du ihn aufziehst, kannst du den Himmel selbst sehen. Es ist wie eine spürbare Verbindung zwischen diesem Leben und dem nächsten. Oder wir sind alle schon tot. Vielleicht sollte ich aber auch nur ein wenig aus der Sonne raus. Ja, und weniger Drogen nehmen. Soll auch helfen. Vielleicht könnte es aber auch daran liegen, dass die Schatulle hier ist. Da hinten muss ich hin. Vorher gucken wir aber nochmal. Hier haben wir noch ein paar zum Quatschen. Hier habe ich Leuchten gesehen. Ah, sehr gut. 30. Dezember 1603. Lopez kehrte heute aus einem nahegelegenen Dorf zurück, begleitet von einer Gruppe, von der er sagt, sie würde ihm folgen und uns beim Bau unterstützen. Irgendwas an seinem Verhalten war merkwürdig. Ich führte es auf die lange Reise durch den Dschungel zurück, doch noch in dieser Nacht eröffnete er mir, was ihn wirklich beschäftigte. »Sie haben mich verfolgt«, flüsterte er, »die anderen.« Dann ging er fort, und ich verbrachte eine schlaflose Nacht damit, über sein Abgleiten in den Wahnsinn nachzudenken. Alles klar. Der, naja gut, Verfolgungswahn, das liegt wahrscheinlich an der Schatulle, ne? Schön, jetzt haben wir eine Forschertasche gefunden, die wir gar nicht mehr benötigen, wie das aussieht. Weil wir schon alles freigeschaltet haben. Wir müssen da hin. Guck mal, hier ist auch noch was. Und ein Fähigkeitspunkt. Hier ist auch noch was. So, mit dem können wir noch quackeln. Es scheint, als würde Gott uns alle paar Jahre eine Katastrophe schicken. Ich sehe, das Erdbeben hat große Schäden verursacht. Das kriegen wir schon wieder hin. Wir brauchen nur Zeit und Materialien. Leider ist eins davon ein wenig knapp. Die Frage ist ja, warum wird hier ständig eine Katastrophe ausgelöst? Liegt das auch an der Schatulle? Vorsicht, ganz lang. Ah, alles klar, jetzt bin ich wieder hier. So, jetzt haben wir eigentlich alles gesehen soweit, ne? Jetzt bleibt eigentlich nur noch... Ich weiß gar nicht, wie komme ich denn zum Friedhof? Durch die Bibliothek, wie mir scheint. Oder täusche ich mich da?
Da ist die große Kirche. Da hinten rum ging es nicht weiter. So waren wir hier mit dem Quatsch. Hier waren wir da drinnen und hier geht's so nicht weiter. Dann müssen wir hier durch, oder? Sehe ich das richtig falsch? Da ist auch noch was. Das ist voll. Der Miracle Club. Trefft euch mit anderen, die euren Glauben, eure Hingabe und eure Abenteuerlust teilen. Schafft euch lebenslange Erinnerungen, indem ihr gemeinsam die Welt bereist. Das ist eine Gruppe christlicher Singles, die Pilgerstätten besucht. Das ist ja toll. Wo kam er denn her? Wie ist denn hier hin? Hier so eine Fahne. El Fano Grande. Sehr schön. Na, mach. So, eine noch. Wir müssen nach unten rein. Hier ist auch noch ein Blättchen. Dieses offizielle Dokument wurde erst kürzlich vom Heiligen Stuhl herausgegeben. Angesichts der erheblichen Schäden, die die Mission durch ein ungewöhnlich heftiges und gänzlich unerwartetes vulkanisches Beben davongetragen hat, wurden Anfragen an jede spanisch sprechende Diözese geschickt, in denen sie gebeten werden, Missionare zu entsenden, um diese heilige Stätte wieder aufzubauen. Mhm. Sind wir hier hinten? Sieht aus wie ein Kindergarten. Ein christlicher Kindergarten. So, mit denen können wir auch noch reden. Du hast einen tollen Bogen. Bist du Jägerin? Die Mission könnte eine brauchen. Seit kurz vor dem Erdbeben suchen uns Wölfe heim. Ich kann die Kinder keine Sekunde aus den Augen lassen. Erst gestern habe ich den da auf der Straße gesehen, wie er einem Wolf nachlief. Unglaublich, was? Er sagte, er wollte nur spielen. Er glaubte wohl, Wölfe wären zahm und würden Stöckchen zurückbringen. Ja, gut, das haben wir ja schon entdeckt. Das ist nicht ganz so tragisch. Und hier ist die letzte Fahne. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Zack. Herausforderung: Flaggenhissen gemeistert. So, einmal kurz auf die Karte. Da hinten kniet noch jemand. Da liegt noch ein Zettel. Ach, ein paar der Kinder sind so überdreht. Ich brauche eine Pause. Verrat's nicht den Schwestern. Ich könnte manchmal auch was Spirituelles vertragen. Aber die Mission erlaubt keinen Alkohol. Also muss ich meine wenigen Momente der Ruhe nutzen. Du gestattest? Ach so, ich dachte, du willst jetzt einen Joint reinpfeifen. Dieses Dokument beschreibt die Gründung der Mission. Es gab damals 4 Sonnenfinsternisse in der Region. 1521, 1538, 1539 und 1543. Spanische Missionare berichteten, dass während jeder Finsternis eine Vision des Apostels Johannes an genau dieser Stelle erschienen war. Ihm zu Ehren wurde dort 1544 die Mission des heiligen Johannes erbaut. Mhm. Nehme ich auch mit. So, wollen wir das Geäst hier, können wir glaube ich auch noch gebrauchen. Nee, können wir nicht. Ich kann nicht mehr tragen. Kann ich Pfeile machen? Ich kann gar nichts machen. Alles klar, weil ich im Dorf bin, kann ich mich nicht bewaffnen. Okay. So, lass mich mal gucken. Da haben wir jetzt gefunden. Wir haben erst 8 von 27. Alter Schwede. Jetzt weiß ich, wo die alle rumliegen sollen. Ich gucke mich ja schon irgendwie so ein Beknackter. Hier ist Bananenbauer. So, jetzt müssen wir da rein. Ich mach das mal, ne? Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Geheimerweise. Geheimerweise, eimerweise. So, wo ist das? Da drinnen wahrscheinlich. Da kommen wir jetzt noch nicht rein. So geheim. Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du?
Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Ich muss da rein, Freunde. Könnt ihr mich reinlassen? Anscheinend nicht. Leider schade. Ja, was? Mann, Kamera. Friedhof. Ich muss ihm anscheinend hinterherlaufen. Wie in einem Mausoleum. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Via Veritas. Ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Ach, du spürst das. Alles klar. Da ist eine Wand. Das hier wurde von dem Gründer der Sekte der Sieben geschrieben. Es geht dabei um Geldmittel für die Renovierung in der Bibliothek. Was hat denn damit auf sich? Jung, mach. Ja, das haben die zugemauert. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Unter den Flügeln. Klang schwer nach dem Hinweis. Und Zuflucht wirst du haben unter ist gut. Seinen Flügeln. Nee, unter seinen Flügeln. Da hinten. Was haben wir denn hier? Ein Reiher und. Eine Eklipse. Na, sieh mal einer an. 25. Dezember 1603. Es ist jetzt 4 Tage her, seit wir der Stadt den Rücken gekehrt haben. Wir reisten in Stille und in Gedanken versunken, geleitet von einer Mischung aus Trauer, Erleichterung und Freude. Lopez und ich verließen den Dschungel und fanden uns auf einer Lichtung wieder, unter den starren Blicken mehrerer Gesichter, die in den Berghang gemeißelt worden waren. Lopez hatte einen Vorfall, wie er es später nannte. Er warf sich vor den Gesichtern zu Boden und flehte um Vergebung. Die Sünde, die am schwersten auf ihm lastete, war, dass er Perez den fremdartigen Kriegern überlassen hatte. Sie hatten sich im Laufe unserer Reise angefreundet. So sehr ich mich auch bemühte, konnte ich ihn doch nicht trösten. Also entzündete ich ein Feuer und wartete, während er seine Taten verdammte und die stummen Steingesichter um Vergebung anflehte. Guck mal, hier fehlt doch was. So, weil erstmal hier unten weiter umgucken. Nach oben geht's auch noch. Und da drüben in dem Raum ist auch noch was. Also ich vermute mal, dass es nach oben geht. Bin mir nicht sicher, aber wir können mal gucken. Ja, da oben ist nämlich auch noch was. Vielleicht müssen wir da auch erstmal nach hier hin. Ach, hier ist der Gekreuzigte. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Tür. Als ich die Tür schloss, herrschte eine derart gewaltige Stille, dass ich den Atem anhielt, um sie nicht zu durchbrechen. Lopez wandte sich zu mir um, mit wildem Blick und einem entrückten Lächeln im Gesicht. Er kam mit ausgestreckten Armen auf mich zu und einen kurzen Moment lang ergriff mich Furcht. Dann umarmte er mich und seine Finger gruben sich in meine Schultern. »Ich habe sie gefunden«, flüsterte er mir ins Ohr. Er ließ mich los und schritt durch den Raum. Wände aus reiner Jade, die bis in den Himmel reichten, vollständig bedeckt mit kunstvoll gearbeiteten Mosaiken und gemeißelten Figuren. Ich folgte ihm mit einigem Abstand, als er sich einem Altar näherte, und sah zu, wie er dort eine silberne Schatulle an sich nahm. Oh, das ist aber schon älter jetzt, ne? So, hier ist auch noch was hinter. Ah,
Ein versteckter Brief. Die anderen befürchten, Bruder de la Cruz und Bruder Serrano werden nicht zurückkehren. Ich habe bislang darauf beharrt, dass sie stets zurückgekommen sind und es auch diesmal tun werden. Doch inzwischen wächst auch in mir die Sorge, wir könnten sie nie wiedersehen. Und dieser Gedanke erfüllt mich mit Trauer. Wir werden ihr Werk fortsetzen. Entweder kehren sie zurück und sehen, dass wir ihre Lehren nicht vergessen haben, oder sie blicken aus dem Himmel auf uns herab und segnen uns für unsere Beharrlichkeit. Okay, also sie sind irgendwann gegangen. Und eventuell auch nicht wiedergekommen. Da geht's noch weiter. Hier ist noch ein Zettel. Oben. Alles klar. Bin mir jetzt aber nicht sicher, wo ich jetzt zuerst hin sollte. Jonah, hier steht, dass ein Fremder die Mission besucht hat. Er hat die Sekte der Sieben gegründet. Vielleicht war das Lopez. Wie auf dem Flugblatt. Wir müssen dicht dran sein. Wir sollten weitersuchen. Was haben wir hier noch? Noch ein Zettelchen. Ja. 26. Dezember 1603. Als mich Lopez heute Morgen weckte, hatte er bereits ein spartanisches Frühstück zubereitet. Das hier ist unsere Bestimmung, sagte er mit einer kalten Entschlossenheit in der Stimme. Verglichen mit seinem gestrigen Verhalten war er wie ausgewechselt. Ich beendete mein Mahl, während er über göttliche Gerechtigkeit und seine eigenen Fehler sprach. Nun jedoch hätte ihm Gott die Hände auf die Schulter gelegt und ihm den Weg gezeigt. Von dieser kleinen Mission aus werden wir das wahre Wort Gottes verbreiten, sagte er und zeigte auf ein Lehmgebäude direkt hinter den Steingesichtern. Wir werden dem Auserwählten den Weg bereiten, denn nur derjenige, der ihn beschreitet, wird dieser Schatulle würdig sein. Alles klar. Ein Lehmgebäude. Na hopp. Okay. Da ist auch noch was. Boah, hier liegt so viel rum. Das ist Johannes, Sohn des Zebedäus und einer von Jesus' Aposteln, auch genannt der Lieblingsjünger. Er und sein Bruder Jakobus waren für ihre Impulsivität und ihr Temperament bekannt, weshalb Christus sie Boanerges nannte, die Donnersöhne. Johannes werden 5 Bücher des Neuen Testaments zugeschrieben. Das Johannesevangelium, die 3 Johannesbriefe und die Offenbarung des Johannes. Er ist der Schutzpatron der Liebe und Treue, sowie der Schriftsteller, Verleger und Gelehrten. Eines seiner Symbole ist eine Schlange in einem Kelch, als Sinnbild dafür, dass er über die Opfer von Vergiftungen und Verbrennungen wacht. Mhm. Hier ist eine Feder, ist noch voll. Ich kann nicht mehr tragen. Die hier war nichts, ne? Nee. Hier nicht. Da ist noch was. Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Jonah, die 2 Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Ja, die haben wir doch schon gefunden, Mann. Diese grobe Skizze zeigt den heiligen Johannes, der einen Dämonenangriff zurückschlägt. Möglicherweise war diese Szene für eines der Fresken in der Mission gedacht. Gut, dass wir davon nichts sehen. So, und hier hinten ist auch noch was. Puh, so viel. De la Cruz. Eines Tages kam Bruder de la Cruz aus dem Dschungel und hauchte der Mission neues Leben ein. Wir waren nur zu dritt, als er eintraf
und Schwester Dorothea war wochenlang krank gewesen. Schon am ersten Tag machte er sich mit seinem Begleiter an die Arbeit. Eine Woche später hatte De La Cruz schon 3 Dutzend Arbeiter angeworben. Sie haben den Glockenturm instand gesetzt und bestellen die Felder, damit wir uns selbst versorgen können. Nachdem wir hier draußen so lange allein gewesen waren, hatte ich schon befürchtet, Gott würde unsere Gebete nicht mehr erhören. Doch er hat uns erhört und jemanden geschickt, der sein Werk vollbringt. Tali. Guardaremos eternidades. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Un día a la vez. Como si tuviéramos elección. Steingesichter beweinen Jesus auf seinem qualvollen Pfad. Zu viele starben und weitere folgen und weitere folgen und weitere folgen. Sein Licht weist den Weg. Sein Licht weist... Hier komme ich nicht runter. So, ich hoffe, wir haben jetzt hier alles gefunden an Zellage. Dann gehen wir jetzt wieder runter und... Ja, den Reiher haben wir ja gefunden. War jetzt nicht allzu schwer. Aber wir mussten erstmal die Hinweise dazu finden. So, sein Licht weist den Weg. Guck mal hier. Hier ist sein Licht. Geht auch noch weiter. Wieso mauern die das zu? Das verstehe ich nicht. Das Kreuz sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert. Ist es von Lopez? Das ist hier nichts. Alles klar. So, dann machen wir das hier noch und dann ist auch Sense für heute. So, hier ist der Reiher. Ach, jetzt müssen wir das aufbauen. Eine komplette Wandmalerei. Er reißt doch bloß den Händen dran rum, Alter. Vera Cruz, das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez' Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja, absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Rein zufällig haben wir das schon. Die Schatulle finden. Wie kriegen wir den Schlüssel von Dominguez? Uns fällt schon was ein. Ja, aber ich würde sagen, obwohl, das können wir eigentlich auch... Ja, komm, das machen wir jetzt auch noch. Was soll schon passieren? Außer, dass hier wieder die Hölle losbricht. Sie ist ziemlich jung, um so viel Verantwortung zu tragen. Das ist bestimmt schwer für ihn. Ich kann es mir kaum vorstellen. Was soll schon schiefgehen? Hast du was? Ja. Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Das hat echt funktioniert. Ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Danke. Station 2.
Jesus stürzt das erste Mal. Hier ist eine Inschrift. Ambulate dum lucem habetis. Geh, während du Licht hast. Ich weiß auch, was wir tun müssen, aber das tun wir erst in der nächsten Folge und für mich in der nächsten Aufnahme. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Shadow of the Tomb Raider und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.